Wohin zur Hölle wechselt Erling Haaland? Sein Berater und sein Vater waren unterwegs, erst bei Barcelona, dann waren sie bei Real Madrid und ein anderer Top-Club, der immer wieder genannt wurde, war Manchester City. Und dort hat jetzt Pep Guardiola höchstpersönlich abgesagt, man wird Haaland nicht verpflichten. Er nannte einen Transfer unmöglich. Wir können uns das nicht leisten, sagte er, Zitat, auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leicester City. Ja, Man City kann sich jemanden nicht leisten, kann man sich ja kaum vorstellen. Und wie sollen die Klammvereine Barcelona, die eigentlich sogar teilweise vor der Insolvenz standen, oder Real Madrid, wie sollen die sich denn bitte Herr Haaland leisten können? Das ist die ganz, ganz, ganz große Frage. Vielleicht kommt ja doch noch jemand ganz anderes ins Rennen. PSG vielleicht oder Liverpool, keine Ahnung, man weiß das ja nie, wer noch dazu stößt. Aber aktuell sagt Manchester City ganz offiziell ab. Haaland, so sagt man, will eh nach Spanien wechseln. Er hatte sich Real oder Barca ausgesucht, da will er unbedingt hin, war großer Fan von Cristiano Ronaldo. Könnte man sich vorstellen, dass er dann quasi sein Nachfolger bei Real Madrid werden wird. Also ich persönlich sehe Real Madrid da in der Pole Position, aber die müssen auch viele Spieler verkaufen, damit sie sich einen Haaland leisten können. Außerdem schielen sie auch immer ein bisschen auf Mbappé. Ja, das ist so die Frage, wen wollen sie denn haben, Mbappé oder Haaland? Ich weiß nicht, wen ich wählen würde, ich finde beide sind unfassbare Spieler. Mbappé schon natürlich ein bisschen länger auf dem internationalen Tableau unterwegs und deswegen, ja, vielleicht ein Tick noch erfahrener, aber ja, schon Weltmeister auch in dem jungen Alter. Ich weiß nicht, beide finde ich sehr gut, auf einem sehr ähnlichen Niveau. Vielleicht ein Ticken Mbappé noch vorne, aber das weiß ich nicht. Also aktuell in der Form eher Haaland sogar, aber insgesamt als Spieler vielleicht Mbappé. Was sagt ihr denn dazu? Haaland oder Mbappé? Ich kann mich da nicht entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare. Was auch immer. Also, liebe Freunde, mal schauen, was es wird. Er will nach Spanien, aber die Frage ist, wird Barca oder Real genug Geld zusammenkratzen können, um den Erling Haaland zu kaufen? Das wird die Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch ein Jahr in Dortmund bleibt. Auf der anderen Seite, sollte Dortmund heute gegen Frankfurt nicht gewinnen, dann wird es mit der Champions League schwierig. Und ohne Champions League an Haaland zu behalten, halte ich fast für unmöglich. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Klickt in die Mitte, kommt ihr zu einem der letzten Videos. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.